Kennst du schon das neueste Spielzeug der NWO? Sie wollen in unsere Gedanken hinein und das ist haaresträubend. Es ist gut, dass du heute hier bist, um dich zu informieren, denn ich werde dir sagen, wie du dich dagegen schützen kannst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und ich werde dich heute aufklären über dieses neueste Spielzeug der NWO. Es ist gruselig. Aber keine Angst, die geistige Welt ist bei uns. Es gibt bestimmte Schutztechniken, die wir anwenden können, die ich euch auch erklären werde, sodass wir da dennoch gut dadurch hindurchkommen und sie nicht alles machen können, was sie wollen. Wir bekommen auch in letzter Zeit sehr, sehr viele Botschaften der geistigen Welt und das hat zu bedeuten, dass wir vorbereitet werden, dass wir geschützt werden. Denn in jedem Wort, was die geistige Welt sagt, ist eine bestimmte Energie, die uns unterstützt. Ja, und was sie hier vorhaben, das ist also mit Computern, möchten Sie unsere Gedanken auslesen. Das heißt, Sie fangen unsere Gedankenbilder ein und haben dann das gleiche Bild, wie wir gedacht haben, zur Verfügung. Sie könnten uns dermaßen beeinflussen und bevormunden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das Ganze heißt ein Stable Diffusion, heißt das. Und man hat also Versuche gemacht, und tatsächlich schon Bilder erreicht, ich zeige es euch mal, die tatsächlich sehr, sehr ähnlich sind. Moment, ich muss erst mal umschalten. Und zwar hier habe ich euch das vorbereitet. Ah, da muss ich weiter hoch, hier oben. Und zwar seht ihr in der ersten Reihe hier oben, da seht ihr die Originalbilder, die jetzt der Mensch gedacht hat. Zum Beispiel den Teddybär und unten drunter auch den Teddybär. Ein bisschen anders, aber es ist der Teddybär. Oder hier den Weg und unten drunter den Weg auch. Das Flugzeug und bei dem Computerbild ist auch das Flugzeug drauf. Also ihr seht, sehr, sehr genau eigentlich schon ist hier jetzt diese Computersimulation, mit der sie versuchen werden, unsere Gedanken auszulesen. Ich schalte mal wieder um. Jetzt geht es also darum, stell dir vor, du sitzt zu Hause, es hast ein schönes Erlebnis gehabt, freust dich und dann gehst du am Montag, es war am Wochenende, du gehst dann am Montag zur Arbeit und sitzt am Schreibtisch und denkst nochmal über das Wochenende nach, bist glücklich und zufrieden. Denkst halt ein paar Momente jetzt an dieses schöne Erlebnis, dann könnten die mit ihrer Technik deine Gedankenbilder auslesen, die du vom Wochenende in dir trägst und wüssten genau, was du gemacht hast. Oder stell dir vor, es gibt Menschen unter uns, ja Visionäre und wirklich helle Köpfe, die was Neues, eine Vision haben und die dann gerne umsetzen möchten, also neue Sachen für uns, zum Beispiel neue Energie, erneuerbare Energien oder was auch immer, auf die Erde bringen möchten. Auch das könnte man einfach klauen. Oder anders gesagt, das möchten die gerne klauen. Ja, und Menschen wie wir, wie ihr alle, die ihr heute hier seid, die sich für die Spiritualität interessieren. Die wissen ganz genau, dass es sehr gute Schutztechniken gibt, damit man nicht so schnell in den Kopf hineinkommt, in unsere Gedanken. Und das sollten wir nutzen. Alle von euch, die das Webinar mit Procreon angeguckt haben von mir, die wissen genau Bescheid und die kennen sehr intensive Schutztechniken. Wir werden heute auch noch ein Channeling von Erzengel Gabriel hören, wo er uns in einen Schutz hinein gibt, der uns gegen solche Klauerei der Gedanken also auch gut schützt. Aber die Menschen, die jetzt das nicht haben oder die Menschen, die jetzt nicht spirituell unterwegs sind, die sind dem ausgeliefert, hoffnungslos ausgeliefert. Ich für mich nutze gerne diesen Stab. Das ist ein Energiestab, der transformiert negative Energie
im Umkreis und breitet einen guten Schutz um dich aus. Und mit diesem Schutz kannst du schon mal sicher sein, dass es nicht so einfach sein wird für die anderen, in deine Gedankenfelder hineinzutauchen. Ich lege mal wieder hierher. Der liegt bei mir also auch immer am Schreibtisch, vor allen Dingen, weil ich ja hier, wenn ich arbeite, ja ganz viele Botschaften von der geistigen Welt, ganz viele Visionen und Eingaben habe und die möchte ich mir jetzt nicht, dass sie jemand anders ausliest und klaut. Das ist also für mich unheimlich wichtig und man lernt immer mehr dazu und dieses Video ist ja mir ein Anliegen, denn es soll euch informieren und Kraft geben und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir uns schützen können. Ihr sollt nicht in die Angst hineingehen, weil Angst bringt ja gar nichts. Angst macht nur lähmt und du weißt nie, was du tun sollst. Du sollst einfach dich informieren. Dafür bin ich da, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und die richtige Entscheidung kommt aus dem Herzen. Die kommt immer aus dem Herzen und nicht aus dem Verstand. Und wenn jemand in der Angst ist, ist er im Verstand. Weil das Herz und die Seele, die wissen, dass es eben Angst nicht gibt, dass es eine Illusion ist. Und um eben aus dieser Illusion herauszukommen, ist es immer wieder wichtig, dass man einen tiefen Atemzug nimmt und in sein Herz hineingeht und dann dort seine Kraft und seine Liebe spürt und dann die Entscheidung trifft. Und diese Entscheidung heißt jetzt in diesem Fall, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich gut durch diese Zeit hindurchkommen? Und jetzt hören wir dazu Erzengel Gabriel, der uns auch in seinem Webinar ganz viel hilft für einen guten Start in eine neue Zeit. Er bringt uns diese Kraft und den Elan, für uns zu sorgen, neue Wege zu gehen und durch diese Zeit wirklich gut hindurchzukommen. Und jetzt freue ich mich schon sehr auf die Botschaft und ich wünsche dir auch ganz viel Freude dabei. Mit dem Licht der Liebe begrüße ich alle Herzensmenschen, alle Menschen dieser Erde. Und es ist mir eine besondere Freude, dir heute eine sehr gute Schutztechnik zu übergeben. Wir, die Engel, die Erzengel und die lichten Wesen, wir beobachten alles, was geschieht auf der Erde sehr genau. Und im Moment sind wir sehr wachsam und sprechen sehr oft zu euch, ihr lieben Menschen. Deswegen bin ich so sehr erfreut, dass du heute hier bist und meine Botschaft hörst. Und wisse, in jedem Wort dieser Botschaft ist eine besondere Schwingung, die dich jetzt schon in den Schutz hineinträgt, die dich schützt und trägt. Und diese Schwingung möchte ich dir gerne übergeben. Denn wenn du diese Schwingung hast, wird es der Gegenseite nicht so leicht fallen, deine Gedanken auszulesen. Deine Gedanken, deine Visionen, das ist alles das, was dir gehört. Und es ist von der geistigen Welt nicht vorgesehen, dass andere Menschen darauf Zugriff haben oder sie für sich verwenden dürfen. Und so ist das, was gerade bei euch geschieht, nicht im Sinne der göttlichen Ordnung. Jedoch sind wir, die Engel, wir sind da, um die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Und deswegen spreche ich heute im Namen aller Engel zu dir. Und wenn du bereit bist, lieber Herzensmensch, dann lege nun deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel und geh mit deinem Fokus in deinen Herzensraum. Denn in deinem Herzensraum fühlst du deine Liebe und fühlst du mich. Ich bin so nah bei dir und ich sende meine Liebe
direkt in dein Herz, um dir zu zeigen, dass ich und alle Engel für dich da sind, und um dir zu sagen, dass du uns nur zu rufen brauchst und schon sind wir für dich da. Nun möchte ich dir die Energie des Schutzes in deine Hände übertragen. Und so beginnt die Energie zu fließen, direkt in deine Handflächen hinein. Es ist die Energie des Schutzes von Gabriel, der dir den Weg zeigt, in deine eigene Freiheit, in deine Visionen, der dich stärkt, das Richtige zu tun, was für dich wichtig ist. Und so lass nun deine Hände ein wenig liegen, währenddessen ich die Energien des Schutzes zu dir fließen lasse. So ist es geschehen. Du trägst nun in deinen Händen einen energetischen Schutz und kannst mit deinen Händen einen Schutzkreis um dich ziehen. Wir werden dir später noch zeigen, nach dieser Botschaft, wie das geht. Ich bin voller Freude und guten Muts, dass ich dir heute diese Energie übertragen durfte. Und ich bin sicher, du wirst spüren, wie schön es ist, fortan geschützt zu sein. Und du wirst in deiner Selbstliebe und deiner Sicherheit einen großen Schritt vorankommen. Denn sobald du beginnst, dich extrem und sehr gut zu schützen, wird dein Leben einfacher sein. Du wirst bei dir sein und die Dinge tun, die gut für dich sind. Und nun bitte ich dich, noch einmal deinen Fokus auf dein Herz zu legen. Deinen Herzensraum zu spüren und die Verbindung zu deiner Seele zu spüren. Denn das, was du jetzt fühlst, das ist dein wahres Ich. Das ist dein lichtvolles, starkes Ich. Und immer, wenn du in Zukunft in deinem Herzen bist, wirst du diese Kraft spüren und wird dich diese Kraft nähren.
Völlig egal, was im Außen geschieht, wirst du genährt sein von deiner eigenen Kraft, von deinem eigenen Licht. Denn jetzt ist die Zeit, dass du dich selbst erkennst, dass du zu dir stehst und spürst, wie groß dein Licht ist, wie stark dein Licht ist. Die Zeit, wo du dich klein gemacht hast, die ist jetzt vorbei. Du stehst zu dir und du weißt, dass du viel mehr bist als wie ein Mensch. Und so möchte ich dir diese Worte in dein Herz legen, damit du sie immer, immer findest, wenn du in dein Herz gehst, damit sich diese Worte jedes Mal in ihrer Energie wiederholen und du dadurch gestärkt wirst. Und so hast du heute von mir zwei besondere Geschenke erhalten. Zum ersten die schützende Energie in deinen Händen und die Worte in deinem Herzen. Und so möchte ich dir danken, dass du heute hier warst und dass wir gemeinsam die Energien dieser wundervollen Botschaft erhalten haben. Und so verabschiede ich mich von dir voller Liebe und bin dennoch bei dir, wenn du es wünschst. Ich danke Engel Gabriel für diese wundervollen Worte, für diese wundervolle Energie. Und ich danke auch dir, dass du heute hier warst und ich dir die wundervolle Botschaft überbringen durfte. Und du kannst jetzt in deinem eigenen Tempo wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Und wenn du bereit bist, öffnest du die Augen, bewegst dich und bist wieder ganz da. Ich möchte euch noch erklären, wie das geht mit der Schutztechnik. Ihr nehmt also eure Hände, denkt an die Botschaft von Erzengel Gabriel und dann aktiviert sich das und dann zieht ihr einen Schutzkreis hier um euch herum, ja, um euren Körper herum. Ihr könnt es auch hier oben um den Kopf machen. Und ihr könnt natürlich ausprobieren, wie ihr das gerne machen möchtet. Also ihr könnt eure Fantasie und Intuition noch dazu nehmen und alle möglichen Kreise um euch herum mit diesen Händen ziehen und jedes Mal fließt schützende Energie heraus. Ja, das war also diese wichtige Nachricht für euch und ich bin froh, dass ihr jetzt informiert seid und wenn euch diese Videos gefallen und ihr immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchte, dürft ihr mich gerne abonnieren und auch das Video liken und teilen. Und ich freue mich besonders über eure Bemerkungen, die ihr mir jetzt unter das Video schreiben könnt. Eine Herzensumarmung. Bis zum nächsten Video.